Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum heutigen Liebesorakel. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Wir schauen mal rein, welche Energien wir heute mitbekommen zum großen Feld der Freundschaft und Liebe. Wir nehmen dazu die Tarotkarten und ein paar Orakelkarten und gucken mal, wohin die Reise uns führen mag. Also heute am Freitag. Liebes Universum, was darf ich meinen Zuschauerinnen und Zuschauern heute an diesem Freitag mitteilen? Erste Karte, die Welt. Die Welt. Eine große Arcana-Karte, gefolgt vom König der Schwerter und den Sechs der Münzen. Oha. Schauen wir mal weiter. Die zwei der Schwerter und die zehn der Münzen. Okay. Also ihr Lieben, es kann sein, dass du dich heute ganz unverhofft in einer Situation wiederfindest, wo es darum geht, kluge Entscheidungen auf Kopfebene zu treffen. Wo es darum geht, sich die Rosinen rauszupicken, vielleicht sogar. Auf der Unterseite des Decks haben wir noch den Stern. Es kann hier sein, dass du heute in die Position kommst, wo du nicht nur vor die Wahl gestellt wirst, ja, was möchtest du wirklich, was brauchst du wirklich, sondern dass du dafür sorgen kannst, dass das Beste, Wahrste und Schönste sozusagen für dich vorbereitet wird. Für den einen oder anderen könnte es durchaus auch sein, dass etwas abgelehnt wird. Ja, es geht nicht nur darum zu empfangen heute, sondern es geht auch darum, dass du vielleicht Dinge, die dir nicht gut tun, oder nichts Gutes tun, dass du die eventuell ablehnst und sagst, nee, das ist nichts für mich, das entspricht hier nicht meiner Vorstellung davon, wie meine Welt sich zu drehen hat, das entspricht auch nicht meiner Wunscherfüllung, was hier passiert. Und dementsprechend konzentriere ich mich hier auf mich, meinen positiven Einfluss auf mein Leben und eventuell kommt jemand halt mit in dein Feld und kümmert sich gut darum, dass es dir auch gut geht. Ja, da fühlt sich jemand wohl in deiner Energie und du darfst hier auswählen, ob du das möchtest oder nicht möchtest, dass dieser Mensch in deinem Leben ist. Wir schauen mal in die Kraft der Liebe rein, was hier passiert. Aber auf jeden Fall ist der Tag heute gut gerahmt. Also zwischen Welt und Stern, da liegen schöne Karten. Wir schauen mal, was die Kraft der Liebe-Karten noch so uns mit auf den Weg geben. Hier heißt es Stück für Stück. Also nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück. Dann haben wir noch Observation. Ja, der Vater der Schwerter hier als Uhu dargestellt, kann natürlich gut gucken, hören und wahrnehmen. Also schau erstmal, ja, Stückchen für Stückchen, nicht alles übereilen, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern hier mit den sechs Münzen auch immer für einen gerechten Ausgleich sorgen, für so eine Waagschalenbalance. Dann haben wir hier noch Out of Energy. Also es kann auch sein, dass wenn man zu schnell macht, dass hier die Energie flöten geht, ja, dass das rausläuft. Und ich glaube, wir hatten die Karte auch gestern schon. Dann haben wir zwei Körper, eine Seele. Ja. Da musst du selber wissen, ob du es mit einem Seelenverwandten zu tun hast oder nicht, aber wir haben es unten drunter noch einmal, Soulmate. Ja, es kann durchaus sein, dass du hier dein perfektes Gegenstück bereits gefunden hast, aber das noch nicht so an der Oberfläche sichtbar ist. Eventuell kommt jetzt hier als ausgleichende Gerechtigkeit in deine Welt jemand, der gut zu dir passt, der auch Lust hat, mit den 10 Münzen ein stabiles Fundament zu legen. Und für den einen oder anderen könnte es sich auch um jemanden aus der Vergangenheit handeln. Hier heißt es Verzeih, Entschuldigung. Und wie ihr wisst, man kann sich nicht selbst entschuldigen, sondern nur um Entschuldung bitten sozusagen. Also pass auch da auf. Dann haben wir noch den Stolz ablegen. Also, ja, wie gesagt, der ein oder andere darf sich heute gedanklich darauf einstellen, dass man hier die Wahl hat, ob man diesen Menschen nochmal zurücklässt, ob man das wirklich als Seelenverwandten interpretiert oder ob da jemand auch berechnend ist. Ja, ob da jemand Stück für Stück versucht, sich wieder in dein Leben reinzuschieben. Mit der Observation kann es auch sein, dass er dich
genau beobachtet, genau gestalkt hat mit dem König der Schwerter und jetzt versucht, seine Informationen, die er bereits über dich hat, gewinnbringend einzusetzen, um dann seinen eigenen Film zu fahren. Und wir haben hier die Leichtgläubigkeit wurde gestoppt. Also, ne, wenn es da jemanden gibt, wo es sich wo es sich zu schnell, zu gut angefühlt hat, wo dieserjenige aber vielleicht wirklich Schwellen übertreten hat, die für dich nicht akzeptabel sind, dann musst du diese Respektlosigkeit auch nicht dulden. Also es geht nicht darum, hier zu tolerieren, zu ertragen, zu erleiden, zu erdulden, sondern es geht darum, in der Liebe auch zu erkennen, wann dein Herz vielleicht an einem falschen Menschen klebt. Weil manchmal ist es ja so, wir gehen in eine Beziehung rein mit dem Gefühl, unseren Seelenpartner gefunden zu haben und wir gehen aus der Beziehung raus mit einem Doktortitel in Persönlichkeitsstörung. Also pass hier gut auf, dass du nichts zu schnell übereilst, dass du niemand anderem auch deine Welt überschreibst. Ja, nicht dein Bankkonto überschreiben, nicht deine Zugangsdaten rausgeben, nicht dein allergeheimstes Inneres direkt nach außen kehren, sondern erstmal ein bisschen abwarten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Nicht so leichtgläubig alle Informationen geben. Dann haben wir hier unumgänglich die Bestimmung. Also vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit, dass du selber erkennst, ob du mit gewissen Individuen noch zu tun haben möchtest oder halt nicht. Ja. Vielleicht ist dir dieser Mensch tatsächlich auf den Weg geschickt worden, um einige Dinge zu erkennen, die in deinem Leben noch veränderungswürdig sind. Ja, pass immer auf, ob hier wirklich jemand kommt mit guten Absichten, der sich verändern kann und nicht nur davon redet, oder ob da jemand kommt, der einfach nur gerne redet und versucht, dich wieder in seine Weltsicht hineinzuziehen. Wir nehmen mal hier die Toni Salerno-Karten und schauen mal, was die uns noch so mit auf den Weg geben wollen heute. Da haben wir die Hingabe. Lass los und alles wird gut werden. Ja, das sagt bestimmt auch jemand, der dich gerne in eine heilige Vereinigung hineinziehen möchte, beziehungsweise gerne deine Matratze vergolden möchte. Aber hier bedarf es noch etwas länger. Allein die Zeit wird es zeigen und dann die romantische Liebe. Amors Pfeil hat getroffen. Aber seht ihr das bei dieser Darstellung auch? Nur sie steht in Flammen. Er nicht unbedingt. Okay, sie steht in Flammen. Amors Pfeil hat getroffen. Hier kommen romantische Gefühle hoch, aber allein die Zeit wird es zeigen, ob dieser Mensch, mit dem du es jetzt gerade zu tun hast, wirklich dein Seelengefährte ist oder ob das jemand ist, der versucht, sich in dein Leben hineinzusneaken, hineinzuschlängeln. Wir nehmen mal eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen. Was darf ich dir hier noch mitgeben? Sekhmet, sei stark. Du bist stärker, als du glaubst und deine Stärke sichert dir ein gutes Ergebnis. Ja. Bleibe auch da auf deinem Thron sitzen. Ja, das ist ganz wichtig und finde hier auch deinen Frieden. Weil wenn du im Frieden mit dir selbst bist, dann kannst du auch zum Beispiel Ablehnungen anderer Leute besser aushalten oder du kannst klarer deine Position bestimmen und bist nicht davon abhängig, dass jemand anders immer dein Ego füttert oder deine Emotionen füttert. Wenn du gut mit dir selbst aufgestellt bist, dann bist du hier heute einfach auf der sicheren Seite. Ich habe das Gefühl, dass wir noch eine Karte aus dem Heilorakel der Engel nehmen sollten. Oh, das ist ja interessant. Die Träume. Ja, schau hin, welche Träume wahr werden können, wenn du dich dahinter klemmst und da weitergehst, hier auch mit dem Stern. Und schau, welche Träume halt wirklich nur Schäume sind, wo vielleicht dir wirklich ein X für ein U vorgemacht wird, weil jemand mit der Observation und Out of Energy vielleicht einfach dir sämtliche Lebensenergie aus dir heraussaugt. Ja, vielleicht brauchst du heute auch einfach mal Ruhe und Entspannung. Vielleicht musst du dich wirklich mal komplett runterfahren und sagen, okay, keine Action, kein Ausgehen, keine Party, kein Social Media den ganzen Abend. Jetzt entspanne ich mich mal, jetzt komme ich mal zu mir. Jetzt gebe ich mich vielleicht auch mal tatsächlich dem Moment hin, in dem ich jetzt bin. Und nicht der Moment, der vielleicht durch mein Smartphone generiert wird oder durch ein Treffen. Sondern hier ist man dann vielleicht mal wirklich bei sich und dem guten Ausgang im eigenen Leben angekommen. So, jetzt nehmen wir aber noch eine Karte aus dem Orakel der Inspirationen.
Eine einzelne Karte hätte ich hier gerne noch. Huch, die gehört gar nicht dazu. Das ist das Orakel der himmlischen Fülle. So. Dankbarkeit. Auch hier haben wir diese Rastsituation. Im Endeffekt, schaut mal, es ist dieselbe Pose. Hier wird gerastet in Dankbarkeit. Sei dankbar. Ein dankbares Herz wirkt wie ein Magnet, der den Schatz der Fülle ganz von selbst anzieht. Ja, dankbar für das, was man bereits hat. Dankbar für das, was da noch kommt. Aber nicht abhängig davon, was jemand anderes macht und nicht abhängig davon, ob ein Soulmate da ist oder nicht. Denn auch ohne Seelengefährten wirst du dein Leben gut auf die Reihe kriegen, wenn du dankbar bist für all das, was du hast und was du kannst und wenn du mit dir selbst im Reinen bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Start ins Wochenende. Gehab dich wohl und ich freue mich an dieser Stelle wie immer über Likes und Kommentare. Wenn du magst, verteile gerne mein Video oder spende eine Kleinigkeit, wenn du das magst. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen früh wieder. Oder morgen Nachmittag. Mal gucken. Bis dann. Ciao.